zurück im zweiten Teil von Humpis der Talk und bei mir zu Gast ist heute Rola El-Halabi. Rola, wir haben ganz viel über dein Seelenleben und das, was du körperlich erleben musstest, gesprochen. Aber es gab ja sicherlich einen Zeitpunkt, zu dem du gesagt hast, alles klar, alle Zweifel werden beiseite gewischt, ich will es nochmal wissen. Gibt es da einen Zeitpunkt oder ist das ein Prozess gewesen? Also es war natürlich größtenteils ein Prozess, aber da war ich mir auch sehr unsicher. Wenn es mir gut ging, wusste ich, hey, ich werd alles probieren, in den Ring zu steigen, zurückzukehren. Und wenn es mir natürlich schlecht ging, habe ich gesagt, ach, für was tue ich mir das an? Und 3-4 Monate nach dem Vorfall ging es mir immer besser. Ich habe mich relativ gut gefühlt und dann habe ich mitbekommen, dass in Ulm der Einstein-Marathon stattfindet. Und da habe ich mich für den 5-Kilometer-Lauf entschieden. Also keine 6 Wochen vorher saß ich noch im Rollstuhl und war natürlich wieder mal so verrückt zu sagen, ich laufe damit. Und das war für mich so ein Test, zu sehen, okay, ich wusste, ich werde jetzt keine berauschende Zeit laufen und ich wusste, es wird hart, aber einfach um zu sehen, kann ich noch beißen, kann ich noch über meine Grenzen hinausgehen, und das ist das Wichtigste, wenn du Leistungssport machst. Super, Regen, eiskalt, totaler Wind, meine kompletten Narben haben mir wehgetan an dem Tag, ich war super schlecht gelaunt und, bin aber gelaufen in 33 Minuten, 5 Kilometer hätte ich niemals gedacht. Und habe nicht aufgehört. Ich war immer wieder kurz davor zu sagen, okay, jetzt mache ich wenigstens eine Pause, und habe es aber nicht getan und bin bis ins Ziel gelaufen und wusste, okay, irgendwo tief in mir schlummert noch dieser Krieger, dieser Kampfgeist, und das muss ich einfach nur aus mir rauskitzeln. Und da war für mich, sage ich mal, der Moment, wo ich sage, ich mach's. Du hast dir gesagt, ich mache es, aber wann hast du dich konkret entschieden, dass du im Januar in wenigen Tagen wirklich einen Comeback-Kampf machen willst? Das war natürlich, als die Ärzte mir das okay gegeben haben. Ich musste natürlich immer darauf warten, was die Ärzte sagen. Ich musste die Schlagtests machen, ich musste immer wieder zur Nachuntersuchung. Und als die Ärzte gesagt haben, der Knochen ist komplett zusammengewachsen, durfte ich anfangen, die Schlagtests zu machen. Und als mein Trainer gesagt hat, okay, da ich merke keinen Unterschied jetzt, von früher oder zu früher, dann... In der Schlagkraft oder in der Geschwindigkeit? In der Schlagkraft natürlich, weil mir jetzt natürlich alles gefehlt hat. Mhm. Koordination, Kondition, Kraft und. Aber diese Hemmung war einfach nicht da. Also ich habe versucht, ganz normal mit der Rechten zu schlagen, wie ich es früher auch getan habe. Und er hat einfach keine Hemmung gesehen oder keine Blockade. Und es hat nichts wehgetan, es hat alles gepasst, die Hand hat gehalten. Und dann habe ich geguckt, wann ist die Halle frei. Okay. Gutes Stichwort. Du hast keinen Veranstalter, du veranstaltest also deinen Comeback-Kampf wirklich selbst in einer Halle, die 7000 Zuschauer fasst. Das ist auch schon eine Herausforderung, weil ich glaube, nicht jede Halle ist bei einem Boxkampf ausverkauft, oder? Nee, überhaupt nicht. Also vor allem in der heutigen Zeit. Also Boxen ist leider Gottes immer mehr ein Sport, den viele nicht mehr gerne anschauen, ob es jetzt Fehlurteile sind oder langweilige Kämpfe oder Absprachen, ich weiß es nicht. Ich werde keinen Teil der Halle abhängen, ich werde die komplette Halle bestuhlen. Sieht auch ganz gut aus, dass viele Leute da sein werden. Und ich bin ein Mensch, der in seinem ganzen Leben auf der Überholspur war und ist, und ich gehe Risiko ein, ich halte meinen Kopf hin als Veranstalterin, ich muss das Finanzielle stemmen, ich muss das Organisatorische stemmen, ich muss alles einfach stemmen, und das mache ich. Ich meine, das ist mein Traum, mein Leben, und nach allem, was mir passiert ist, ist das kleinste Problem. Wie bereitest du dich jetzt konkret auf diesen Kampf vor? Es ist ja nicht ein Nobody, sondern wirklich auch eine Weltklasse-Boxerin. Wie bereitest du dich jetzt seit Anfang Dezember vor? Ich glaube, am 10. hast du angefangen, 10. Dezember hast du angefangen mit der Sparringsphase. Was genau trainiert man da? Also in der Sparringsphase versucht man natürlich, die Gegnerin zu imitieren mit Sparringspartnerinnen. Man holt Frauen, die einen ähnlichen Kampfstil haben, um sich einfach ein bisschen daran zu gewöhnen. Im Ring ist es eh immer anders, aber einfach, dass du nicht überrascht wirst von ihr. Und da wird die taktische Route versucht einzuhalten. Es wird immer Plan B auch ausgearbeitet und. Es ist einfach mehr boxerisch einfach. Und ich habe eine bombenstarke Gegnerin. Ich habe sie mir ausgesucht, weil ich, wenn ich um eine WM boxe, dann muss auch meine Gegnerin WM-würdig sein. Und ich kann das nicht
den Leuten antun, wenn sie mit einem Kauf einer Eintrittskarte mir meinen Traum ermöglichen, den in irgendein Schauspiel da hinzustellen. Dann können sie auch ins Theater oder zu Rocky, das Musical, gehen, wo alles gespielt ist. Und ich will, dass die einen WM-Kampf sehen. Die Bessere soll einfach gewinnen. Und die Bessere muss am 12. Januar eben im Ring entschieden werden. Und die Leute sollen einen WM-Kampf sehen und nicht irgendwie, was weiß ich, Kirmesboxen. Und von daher habe ich mir Lucia Morelli ausgesucht mit dem Verband zusammen. Ich kenne sie, sie kennt mich. Wir waren auch oft Sparringspartnerinnen. Vor- und Nachteile hat es natürlich. Aber sie hat einen sehr, sehr schönen Stil auch. Also es wird ein schöner Kampf. Es ist jetzt keine, die einfach nur prügelt oder so. Sie boxt sehr schön. Sie geht 10 Runden. Sie hat eine Bombenkondition, das weiß ich. Ich muss einfach topfit sein. Und das werde ich auch sein. Mhm. Ohne dass du natürlich deine Taktik verraten willst und wirst, worauf musst du dich bei ihr genau einlassen und worauf muss sie sich vielleicht auch bei dir einlassen, bei dem Kampf? Also ich muss bei ihr unheimlich schnell auf den Beinen sein. Sie ist eine Boxerin, die 10 Runden nach vorne geht, das heißt, sie zermürbt ihre Gegnerinnen. Und ich muss flink sein, ich muss den Schlägen aus dem Weg gehen und technisch boxen. Das bringt mir nichts, mit ihr hier im Infight zu stehen, weil da ziehe ich den Kürzeren, das weiß ich, das weiß sie aber auch. Und ich bin Gott sei Dank eine Technikerin. Also ich kann oft einfach mal kurz die Runde, einfach mal meinen Kampfstil wechseln und. Was natürlich einer limitierten Boxerin nicht so passt. Und von daher, ich muss einfach auf mein boxerisches Können setzen. Und das habe ich Gott sei Dank. Muss einfach fit sein, muss 100% konzentriert sein. Ich darf keine Sekunde schlafen, weil ein Schlag von ihr ist entscheidend. Gut, also die wenigsten sind beim Boxen wahrscheinlich eingeschlafen bislang. Ja. Wahrscheinlich haben sie kurz weggeschaut und dann kommt auch vor. Also beim Boxen ist manchmal ein Schlag, den du gar nicht siehst, ja, oder keine Ahnung. Und wenn du da nicht konzentriert bist, dann hast du ein Problem. Der haut dich auf die Bretter. Also ich bin jetzt wirklich Boxlaie. Kann man es als Fußballer sagen? Die Gegnerin ist offensiv eingestellt, du bist defensiv und wartest auf Konter? Ja. Okay, würde ich sagen. Also deshalb habe ich Gott sei Dank noch keine Cuts im Gesicht. Ich habe einen gesunden Kampfstil. Mhm. Ich kann 3 Sätze hintereinander sprechen. Meine Nase ist noch dran und. Also ich habe einen defensiven Stil und versuche die Fehler von ihr auszunutzen, bevor ich welche mache. Mhm. Und sie hat halt einen Offensiv. Sie nimmt halt lieber 2. Und gibt dann dafür eine richtig harte Hand. Und na, dein Freund wird dir danken, dass du anders tickst. Dein Verlobter. Ja. Ja. Ihr wollt Familie gründen. Wie soll es weitergehen nach dem Kampf mit der Karriere? Und irgendwann gibt es ja auch die Zeit nach der Karriere. Was stellst du dir da vor? Also ich stelle mir ein ganz, ganz normales, langweiliges Leben vor. Also ich habe mein ganzes Leben irgendwie Stress gehabt und Auftritte hier. Und du hast keinen richtigen Tagesablauf. Du hast nichts Geplantes, sage ich mal. Das ist, ich habe keinen Job, wo ich sage, von 8 bis 18 Uhr bin ich in meiner Arbeit und danach bin ich ein normaler Mensch. Du bist auch nach deinem Sport, nach deinem Training, bist du immer noch Sportler. Du musst aufpassen, was du isst, wann du ins Bett gehst, wohin du gehst, ob du feiern gehst, wann du Urlaub machst, wie viel du zunimmst, wie viel du abnimmst und. Das ist so, dein ganzes Leben ist irgendwie bestimmt auf diesen Sport. Und ich will einfach ein ganz normales, ich will Mama werden. Ich will erstmal die ersten paar Jahre jetzt beruflich, habe ich natürlich Projekte, die ich auch als Mama machen könnte, die in Angriff nehmen. Aber ich will auf jeden Fall nicht auf der Überholspur leben. Das habe ich einfach zu lange gemacht jetzt. Und ich freue mich natürlich jetzt auf die paar Jahre, die jetzt noch kommen in dem Sport. Und freue mich aber auch auf das normale Leben danach. Wir wünschen dir alles Gute dabei, sowohl nächste Woche beim Kampf, als auch bei der Gründung deiner Familie und der Verwirklichung deiner Träume. Danke, dass du uns heute Abend bezaubert hast, muss ich sagen. Herzlichen Dank. Ich glaube, es gibt noch ein paar Karten. Also wenn Sie möchten, in Ulm nächste Woche am Samstagabend um 17 Uhr ist Einlass. 17 Uhr ist Einlass. Sie sollten sich nichts vornehmen und Rola alle Daumen drücken. Danke fürs Zuschauen. Und in 14 Tagen ist mein Kollege Joachim Umbach wieder hier für Sie da. Bis bald. Tschüss.